Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Diesmal sind wir noch in Assassin's Creed 3 in London in diesem Opernhaus. Wir müssen uns einen Sitzplatz finden, damit es weitergeht. Eigentlich eine nette Atmosphäre, schön auf alt gemacht. Guten Abend, Sir. Hier entlang. Danke sehr, das ist so ein Platz zu weit, ja? Bitte. Immer schön, Entschuldigung. Abend, Ethan. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Guck mal nach. Drücken Sie V für das Adlerauge. Da ist er. What will happen? Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Steh auf und weg dich zu deinem Ziel. Entschuldigt vielmals. Verzeih bitte. Genau, bleib sitzen. Also ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Aber ich denke mal, wenn man das schon so sagt, dass ich extra da hochklettern muss, kann sein, dass ich ihm einen Besuch aufstatte, um ihn zu töten. Das werden wir aber sehen. Aber es war Assassin's Creed immer so lustig. Ich finde das jetzt lustig, die Kletterpassagen. Ich finde Kletterpassagen generell immer sehr interessant und haben sich in Assassin's Creed nie verschlechtert, eher nur verbessert. Das Gameplay ist steuerungstechnisch im Kampf nie stark gewesen, aber vielleicht ändert sich das ja in diesem Teil, hoffentlich. Dennoch, die Kletterpassagen sind das Highlight des Spiels, indem sie da im Prince of Persia in Assassin's Creed-Style, aber besser. Macht immer Spaß, auf hohe Gebäude zu klettern, oder hier, wie man hier sieht, im Opernhaus. Kann man nur empfehlen. Oh, jetzt wird auch noch zum Einbrecher. Schlösser knacken. Komm schon. Hä? Nochmal. Ah, jetzt, okay. Und jetzt aufknacken. Seid ihr ein Opernfans? Also ich persönlich nicht, aber wenn ihr es seid, wäre das auf jeden Fall eine sehr interessante Szene für euch. Theater Glück, dass er nicht abstürzt. Fällt aber auch nie auf, wenn plötzlich ein Mond runterkommt. In dem Sinne. Das ganze Klettern fällt nicht auf. Sehr unauffällig. Aber ist ja Assassine. Assassinen sind ja immer sehr unauffällig. Ein alter Mann. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Muss ich ihn jetzt töten? Jo. Ich glaube, das war so ein dreister Amulett.
Oh, ein Zeuge. Was wird er machen? Töten oder leben lassen? Der kleine Bengel darf überleben. Hat doch ein gutes Herz. Ein Gentleman und die Ladies lieben. Die geguckt haben. Das Opernhaus verlassen. Tun wir das mal. Oh, der Mord ist wohl aufgeflogen. Ruhe, bitte. Gemerkt haben sie es wohl. Mal gucken, wer, ob sie mich entdecken. Ergreift ihn! Ja, lasst mich entkommen. Ich bin ein Mörder, aber egal. Verzeiht bitte, Madame, nicht drängen. Halten Sie beim Gehen die Leertaste gedrückt, um schneller zu gehen und die Leute zur Seite zu stoßen. Tschüss da. Noch 36 Meter. Da haben wir unser Ziel erreicht. Es ist doch auf dem Rand geschehen. Was machen diese Männer da drin? Herrschaft, keine Männer drin? Sorge. Ja, die reden da. Los, Bewegung! Boah, da beleidigt mich erstmal so. Das im 17. Jahrhundert ist schon dreist, dass man Hornochsen erwähnt, das Wort. Ja, das ist der Mörder. Ich komm da mal. Verhaftet die Leute über den Meer an. Nein. Hat's verdient. Das ist das Ende. Jetzt sind wir gekommen. Die Kutsche. Von Mr. Burr. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Gatham ist wohl kein großer Freund der Kunst. Sollen wir los, dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Oh, nicht schlecht, gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls sie es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Sehr präzise. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung, obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hatham, und gereicht uns zur Ehre. Jetzt sind wir im Ladescreen. Ich habe kurz was geguckt. Ich würde sagen, das ist jetzt zwar eine kurze Aufnahme gewesen, aber da wir jetzt die Mission geschafft haben, würde ich sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, habt Spaß
Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn ihr wieder Assassin's Creed 3 sehen wollt. Beim nächsten Let's Play. Wiedersehen. Tschüss.